Was machst du beruflich? Bei der Justiz. Und was, wie ist das so? Im Gericht. Im Gericht. Morbid. Ah, krass. Gut, aber dann erzähl mir, wie oft hast du Kontakt mit den Typen von Spiegel TV? Wer von euch war daneben, als er den Eimer geschüttet hat? Und warum habt ihr es nicht verhindert? Das sind so die Ausreden, ne? Ja, der war eigentlich da, ich kann den nicht. Nein, cool, ey. Hier gibt es ja nur noch Eimer mit Löchern drin. Wirklich? Meinst du das jetzt ernst? Ja, die haben nur noch Mülleimer mit so Löchern drin. Ach, Mülleimer, das waren Mülleimer. Das genau, den hat er sich genommen und dann hat er... Ich dachte, das war ein Wischeimer von der Putzkraft, so, weißt du? Und ich, weil das wäre echt richtig dumm. Das wäre echt richtig... Das wäre echt eine richtig miese Lösung für das Problem, so, weißt du? Und jedes Mal die Putzfrau, so, weißt du, sie macht den Eimer voll, diese Pfütze wird immer größer und sie sagt, diese verdammte Clan-Kriminalität! Okay, wow, also ihr habt Mülleimer mit Löchern jetzt. Ja. Hey, das war einfach so viel einfacher, als diesen Typen zu verhaften, oder so.